Juhu! Und Leute, was geht ab? Ich habe jetzt die ganze Nacht damit verbracht, GTA 5, also jetzt nicht online, sondern in Story-Modus, weil wenn man mit grafischen oder auch andere Sachen, Modifikationen oder Hacks reingeht, kriegt man sofort einen Bann. Ich habe jetzt praktisch die ganze Nacht darüber jetzt praktisch, beziehungsweise die ganze Nacht damit gearbeitet, jetzt mal grafisch das sowas von zu maximieren. Wie es am PC ja natürlich bekannt ist. Oh, ich habe gerade Mikrofon hingefasst, scheiße. Also, und zwar grafisch das Spiel jetzt komplett nach oben. Also die Einstellungen, die Grafikeinstellungen sind hier jetzt alle auf ja, sehr hoch. Überall. So gut wie. Auf 4K natürlich. Und ja, wir haben jetzt eine Grafikmod drin und zwar Redux. Also insgesamt haben wir drei Grafikmods. Einmal Redux, das ist praktisch. Doch jetzt. Ja, ich weiß, hab ein bisschen verblüfft. Nee, also. Einmal Redux. Einmal wird. Ne, Quatsch, wie hieß denn das nochmal? Visual Fusion war es, glaube ich, irgendwie sowas. Muss ich mal nochmal schauen. Und zu allem Schluss noch Make Visuals Great Again. Und die drei Sachen zum Beispiel jetzt hier, wenn man die alle zusammen installiert, sieht das Spiel wirklich 1A aus. Ich bin mir überhaupt nicht wirklich mal sicher, ob GTA 6 wirklich die Grafik überhaupt überwinden kann. Alles in 4K natürlich. So, und ich würde sagen, wir gehen einmal rein ins Spiel. Ja, und da sind wir schon drin und wir werden schon sofort angerufen. Ich saß hier im Auto drin. Ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal überhaupt gemacht habe. Also, da waren ja damals auch Autos dabei. Ich habe ja nochmal die Grafik praktisch nochmal komplett hochgenommen. Und wir sind jetzt praktisch hier in den Audi RS5 von Abt. Tatsache. Naja, wir würden mal sagen, gehen wir erstmal rüber zu Franklin, sein Auto. Der fährt seit neuestem jetzt ein Porsche. Glaube ich, der Panamera, oder? Das ist der 911, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall, wie ihr hier sehen könnt, ist ja die Grafik praktisch einfach nur krass. Wie das Ganze sich auch hier bewegt. Boah. Also muss schon sagen, hier gerade vom 4K-Monitor, sieht natürlich auch super aus. Ich habe 4K-Monitor 144 Hz, ich kann aber leider nur 120 nehmen, weil um die 144 Hz auf 4K aktiv mit zu konsumieren, erfordert es zwei DisplayPort-Kabeln, also eine Grafikkarte, DisplayPort-Kabeln in den. Oh fuck, sorry. Und seht ihr, Jungs, seht ihr das? Guck hier, das ist ein Audi Q2. Das ist praktisch mit originalen Marken und mit allem hier. Und mein Gott, sieht das Spiel nicht traumhaft aus. Ja. Das ist praktisch jetzt so das Ganze hier. Da sind auch jetzt hier, wenn ihr vorne schaut, von Heineken das Bier ist da Werbung. Also muss schon sagen, so könnte man den Story-Modus nochmal von vorne zocken, oder? Also ich zocke tatsächlich auch nebenbei ein bisschen Story-Modus mal wieder. Ich habe 3 Jahre lang die Story nicht mehr durchgezockt. Ich habe GTA 5 Story, glaube ich, 4 oder 5 Mal mein Leben durchgezockt. Weil ich das Spiel einfach wirklich über alles liebe. Opfala, I'm sorry. Aber hier mit der Grafik nochmal, ich hab's schon mal mit Redux gezockt, aber das ist schon Jahre her. Deswegen, und würde man sagen, checken wir mal die Explosion mal aus, wie das hier ist, und zwar jetzt hat. Ja, also wir hören natürlich auch akustisch, dass da auch was am Sound gemacht wurde. Hört ihr dieses Schallen nochmal? Achtet mal, wenn wir da nochmal schießen. Dieses schon dann, dieser Echo. Sag mal, sind das nicht McDonald's Kartons von diesen Big Macs? Tatsache. Das ist ja geil. Also ich hatte, wie schon, die Mod hatte ich schon mal drin, aber ich glaube, so detailreich war sie noch nie und vor allem auch die Grafik hier in 4K ist ja wirklich krass. Also klar, natürlich, wenn ihr jetzt aufs Handy schaut, seht ihr wahrscheinlich einfach nur die Texturen, aber nochmal in der 4K-Auflösung. Das ist natürlich nochmal ein anderes Level. So, und jetzt schaue ich mal, wo ich jetzt hier aufs Auto komme. So, nach langem Rumgesuche habe ich jetzt endlich mal ein Auto gefunden. Es herrscht langsam Abenddämmerung. Hier ist einfach mal ein BMW i8 gefunden. Hier geht es jetzt wettertechnisch nochmal richtig, richtig ab. Krass, also als ich damals, ich weiß noch, wo ich. Alter, geil, einfach nur. Ich weiß ja damals noch, wie ich das auf der PS3 gezockt habe. Fand ich schon, das ist eine klasse Grafik. Aber was hier am PC wirklich möglich ist, das kann dir keine PS5 oder eine Xbox Series X geben. Ist einfach nur krass. Schuss.
Geil. Ey, geil. Also ich weiß nicht, was das ist, aber das Auto ist nur am Driften, ne? Ich kann das nicht nur mal fahren. Hat sich schon Platten geholt, oder wie? Einfach da drüben fährt ein Audi rum, Achtung. Komm, hier ist auch ein Tank, ja. Oh. Und wir fahren ja schon wieder Rennen auf der Autobahn. Das ist natürlich super. Na gut, aber ich auf jeden Fall grafisch hingucke. Ich würde mal sagen, wir fahren mal zum Strand. Ja, gut. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich hier reinfahren durfte, aber ich auf jeden Fall. Oh, Entschuldigung. Oh ja, ich glaube, da haben wir schon wieder Stress hier, ne? Ey, meine Motorhaube! Hallo? Habt ihr es gesehen? Die Animation. Jetzt werde ich schon wieder angerufen. Habt ihr jetzt gerade gesehen, wie die Animation hier ist, wenn wir praktisch jemanden verhauen? Das ist auch andere Animation, wie man das vom klassischen GTA kennt. Also, jetzt müssen wir mal nicht sofort K.O. schlagen, sondern mal eine Schlägerei provozieren. Jetzt achtet mal kurz darauf. So, oh, da weicht aus. Jetzt seht ihr das? Seht ihr das? Die Animation gleich. Und zwar jetzt. So. Das ist auf jeden Fall auch eine andere Animation, wie wir es sonst kennen. So, ich habe jetzt wieder mein Auto verloren. Wo ist schon, was gibt es denn hier für Autos und am Parkplatz da unten? Hier sind nochmal zwei Lamborghini Aventadors. Nochmal zwei Lamborghini Aventadors. Sogar fünf Lamborghini Aventadors. Also, ich glaube, da hat das Spiel jetzt ein bisschen übertrieben mit den Aventadors, ne? Als ob jeder zweite auf dem Strand ein Star ist. Komm, wir nehmen mal den Audi. Q5 ist es jetzt in dem Fall. Ich muss sagen, wir haben ordentlich viele Autos hier. Auf jeden Fall mit reingemoddet. So. Jetzt achtet mal gleich jetzt darauf, wie die jetzt hier wegfliegen, wenn ich hier jetzt eine Panzerfaust reinschieße. Krass, oder? Oha. Oh fuck, hier brennt's, müssen die Feuerwehr rufen. Am Strand. Oh mein Gott, ich schwöre, die Mod hat sich allein schon gelohnt, wie die alle wegfliegen, wenn man auf die schießt, Alter. Wenn ihr mal genau auf die Straßen achtet, das sind nämlich die originalen LA Streets. Also die originalen Straßen, wie das auch in Amis, im Amiland ist, bei den Amis. Ne? Also wir reden natürlich hier von den United States of America. Und wie schon gesagt, ich habe da mal auch so eine Mod gehabt, die hatte ich noch gehabt, und zwar die hieß LA Roads. Das heißt dann praktisch, dass dann die Straßen hier wirklich so gut es geht original gehalten werden. Boah, also ich muss schon sagen, der Audi RS7 macht im Ingame wirklich einen ganz guten Sound. Also ich glaube, in Real Life könnte der auch so sein, wie er sich hier anhört. Aber wie schon gesagt, da kenne ich mich jetzt nicht zu gut aus mit solchen Geschichten. Und wer kennt es nicht, Red Bull wird geliefert. Wahrscheinlich zum Aldi, ne? Aber habt ihr es gerade gehört, die Fehlzündungen vom Auto? Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber das ist auf jeden Fall das, was ich meine. Also ich glaube, der könnte wirklich mit originalem Sound hier im Spiel drin sein. Ich bin mir da wirklich nicht genau sicher, weil für die ganzen Autos hier, die ich jetzt so zusammengesammelt habe, das hat wirklich gefühlt 3 Stunden gedauert, bis ich die hier alle zum Laufen gebracht habe. Wie schon gesagt, leider sind solche Geschichten, so wie das Spiel jetzt halt aussieht, mega aufwendig. Also natürlich als Privatperson, wir sind jetzt keine Firma oder sowas hier, dass wir sagen, okay gut, wir tun jetzt ein Spiel komplett neu programmieren. Also, davon kann auch nicht die Rede sein. Und ich bin gerade hier volle Kanne aus dem Auto geflogen. Wurden wir jetzt leider nicht so fündig. Ich habe mal wieder den RS5 vom Abt. Das ist schon wirklich ein sehr cooler Audi, vor allem die Lichter hier von Audi sehen im Game, also wirklich jetzt hier in-game, wirklich super aus. Also sie sind wirklich super gelungen, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Auch der Kühlergrill vorne, wenn ich ihn jetzt nicht unbedingt gleich mit Kratzer behübsche, sage ich jetzt mal, sind auch wirklich super gelungen, muss ich sagen. Ich habe hier eine Taschenlampe irgendwo. Ja. Das ist geil. So, zu guter Letzt tun wir noch ein bisschen pushen.
Na, da kommt schon die Polizei. Jetzt müssen wir mal in Deckung gehen hier. Uff. Oh! Oh mein Gott, ich habe gerade außerdem mit dem Ding geschossen, mit dem. Mit der Panzerfaust. Eieiei, da geht's aber ab, du. Bin mal gespannt, wie das Spiel auch bei mir am Rechner laufen wird, wenn wir ja praktisch dann da zwei RTX 3090er im SLI-Modus haben. GTA ist ja mit einer der Spielen darunter, die auch zwei Grafikkarten unterstützen. Ja, mal schauen, ne, aber. Komm, geht hoch, geht hoch, geht hoch. Jawohl, oh. Was eine schöne Explosion. Naja. So, und zu guter Letzt sind wir hier im Feinwood gelandet. Im eigentlichen Hollywood. Aber in GTA ist natürlich Feinwood. Und ja. Kann sich sehen lassen, ne? Naja, gut, ich weiß nicht, ob euch solche Art Videos auch gefallen, wie ich das jetzt hier heute mal euch gezeigt habe. Sowas wie halt, ich mag es halt auch einfach neben Video bei Video, oh Gottes Willen. Ich mag es halt auch einfach neben Videobearbeitung nochmal sowas zu machen. Einfach mal das Spiel so mit Grafikmods etc. Ich habe zum Beispiel auch immer Minecraft gerne, so Shader-Mods und sowas, kennt ihr bestimmt auch noch vor 5 Jahren oder sowas. Also ich muss schon sagen, ich finde sowas schon geil. Ja, ich hoffe, das Video hat euch mal gefallen, so ein bisschen, so ein kleiner Einblick hier in meinen Spieleordner von GTA 5. Wenn ihr wollt, könnte ich auch mal so ein Tutorial machen, wie man das Ganze hier so hinbekommt, natürlich auch nur für PC. Für die Playstation, Xbox sowas nicht möglich, mal ganz abgesehen davon, dass die rechnerisch es überhaupt nicht schaffen, also wir sind ja immerhin noch im Laptop mit einer RTX 3080 bestückt. Also Jungs und Mädels, wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao. Bubble, bubble, homo, selecter, double, why you always dying? Why you always dying? Bubble, bubble, homo, selecter, double, lying.